Mein Name ist Alexander Loske, ich bin der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Schwaisch, heute hier als Einsatzleiter in Detzmann am Mosel. Wir sind heute Abend gegen 22.45 Uhr alarmiert worden zu einer Schiffskollision an der Moselbrücke Longisch, bei der ein Tankschiff gegen die Brücke gefahren ist. Im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass die Kollision letztendlich nur ein Sachschaden geworden ist und keine Menschenleben in Gefahr waren. Es handelt sich hier um ein leeres Tankschiff, was die Brücke bei Talfahrt berührt hat. Wir unterstützen die Polizei noch bei den polizeilichen Maßnahmen mit Beleuchtung und ansonsten ist der Einsatz für die Feuerwehr dann drin. Wir sind heute hier im Einsatz mit rund 60 Einsatzkräften der Feuerwehr plus der Polizei plus des Rettungsdienstes.